Nachtleuchten heißt der Roman von Maria Cecilia Barbetta, zum ersten Mal zu Gast auf Bogranis. Herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Dein Roman, dein umfassender, schöner, großartiger Roman spielt in Ballester. Das ist ein Viertel von Buenos Aires, ein Viertel, in dem du selber aufgewachsen bist. Und du erzählst darin keine stringente Handlung. Das würde sozusagen dem Viertel und ihren Bewohnern eigentlich auch nicht gerecht werden, sondern du beleuchtest den Mikrokosmos des Viertels Ballester einerseits und andererseits zeichnest du ein großes Panorama, ein Gesellschaftspanorama, kann man sagen, anhand der vielen Figuren, die in diesem Viertel leben. Und das nicht einfach so, sondern zu einer ganz bestimmten Zeit, nämlich 1974-75. Perón ist aus dem Exil zurückgekehrt für eine zweite Amtszeit als argentinischer Präsident. Er stirbt während dieser Amtszeit und nun ist eine ganz instabile Umbruchszeit, eine Krisenzeit eigentlich eingetreten, in dem sich Argentinien zwischen zwei Militärdiktaturen befindet. Und die Bewohner von Ballester spüren das, dass es eine Zeitenwende ist, die ja mit dem Tod von Perón eingetreten ist, und versuchen nun irgendwie sich dazu zu verhalten, mit dieser Situation, mit dieser Zeit umzugehen. Und ich habe mich in Vorbereitung auf unser Wiedersehen gefragt, wie oft hast du seit März, seitdem wir in diesen merkwürdigen Zeiten leben, an diese Figuren gedacht und wie sie wohl umgegangen wären jetzt mit dieser Situation, was ja auch die Menschen in Argentinien genauso machen müssen wie die Menschen in Deutschland. Darüber habe ich ehrlich gesagt nicht nachgedacht. In dieser Zeit habe ich etwas gemacht, was auch sehr interessant war, für mich auch eine neue Erfahrung, nämlich dass der Roman wurde ins Spanische übersetzt, ins Argentinische, und ich habe das Lektorat gemacht. Also ich habe mich nach langer, langer Zeit wieder konfrontiert gesehen mit meiner eigenen Muttersprache. Das heißt, ich habe diese Figuren nochmal erlebt aus einer anderen Perspektive. Ich habe sie auf Spanisch erlebt und das war interessant. Aber natürlich ist die, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, also Corona, das ist natürlich etwas, was alle beschäftigt und meine Familie, meine Freunde, meine Bekannte in Argentinien auch. Das ist ein bisschen, die leiden jetzt daran, dass bei ihnen alles ein bisschen zeitverzögert ankommt. Die sitzen noch in Quarantäne und hoffen, dass Lockerungen kommen, aber das ist noch nicht so weit. Und natürlich ist ein Leben in Argentinien anders als in Deutschland. Meine Eltern, die in Ballester leben, in der Nähe von einem Armutsviertel, haben natürlich immer auch den Blick dahin. Und obwohl es ihnen Gott sei Dank gut geht, wissen sie ganz genau, dass es den Leuten in diesem Armutsviertel durch die Lebensverhältnisse, das ist viel, viel schlimmer erleben und schwieriger haben. Ja. Du hast mal gesagt in einem Interview, das Leben, du hast es auch gerade angedeutet, das Leben in Argentinien ist nicht einfach, aber die Leute sind es gewöhnt, dafür zu kämpfen, für das, was sie lieben und das, woran sie glauben. Woher kommt diese Widerstandskraft, was glaubst du? Weil das macht sich ja in den Figuren, in diesem Roman ganz, ganz sehr bemerkbar. Ja, ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass die Menschen in Lateinamerika, sage ich mal, immer wieder große Herausforderungen erleben und deswegen schon eher daran gewöhnt sind, dem irgendwie etwas entgegenzusetzen. In dieser Zeit, in dem der Roman spielt, Nachleuchten spielt, ist es, du hast es ein bisschen anders gesagt, eigentlich ist es noch keine Militärdiktatur, was die Bewohner, was diese Figuren erleben. Es ist eine Zeit des Übergangs. Es ist eine Zwischenzeit, sehr unsicher. Genau, eigentlich. Genau. Es ist eine sehr unsichere Zeit. Der Roman spielt innerhalb von 2 Jahren und auch da, innerhalb dieser 2 Jahren, verändert sich die Stimmung im Lande sehr. Am Anfang gibt es noch sehr große Hoffnungen, weil dieser große Präsident für viele, der große Präsident zurückgekommen ist aus dem Exil, also Aufbruchsstimmung, aber nach seinem Tod gibt es eine große Unsicherheit und dann kommt die Gewalt hinzu. Es gibt eine paramilitärische Terrororganisation, die auf Hexenjagd unterwegs ist und so weiter und so fort. Also eine
unsichere Zeit innerhalb einer kurzen Zeitspanne. Und die Figuren konfrontieren sich immer häufiger mit der Erfahrung des Todes. Also diese Erfahrung wird immer greifbarer. Also vieles passiert in dem Roman, nicht nur in den kleinen Mikrokosmen, nicht nur in einer katholischen Mädchenschule, nicht nur in einem Friseursalon, nicht nur passiert die Handlung in einer Autowerkstatt, sondern wir sind auch sehr häufig auf der Straße. Und auch diese Straße, dieser Außenraum wird immer gefährlicher. Und dadurch, dass die Menschen das auch sehen, das führt dazu, nicht, dass sie sich zurückziehen, das tun manche ja auch, aber es führt auch dazu, dass sie sich dem vergegenwärtigen, was sie haben und was schön ist und was das Leben schön macht. Also es heißt, in Zeiten, wo der Tod greifbar wird, klammern sie sich an das Leben und an all das, was den Alltag schöner macht. Und man denkt auch immer ein bisschen in die Zukunft etwas mehr, habe ich das Gefühl. Vielleicht etwas mehr, als ich das wahrnehme in Deutschland oder in Europa. Denn es gibt ein zentrales Wort in diesem Roman, das ist das Wort der Vision. Oder vielleicht auch das Wort der Utopie, könnte man sagen. Nicht umsonst heißt die Autowerkstatt Autopia. Wobei die Herkunft des Namens sozusagen eine doppelte Bewandtnis hat. Ja. Da wollen wir nicht zu viel verraten. Ja. Aber vielleicht in dieser Utopia-Szene, als der Schriftsteller Fantini von der Vision spricht, da habe ich immer so gedacht, ja, das ist ein Denken, das auf die Zukunft ausgerichtet ist und das trägt die Menschen. Ja, natürlich. Das hat aber auch damit zu tun, dass Argentinien ein Einwanderungsland ist und dass die Argentinier in ihren Ursprüngen Leute sind, die entweder waren sie schon da, also die einheimische Bevölkerung, aber dann kamen auch noch Menschen aus anderen Teilen der Welt, nicht? Also die meisten aus Spanien und aus Italien, aber auch aus Frankreich, aus dem Libanon und so weiter und so fort. Also diese Mischung aus Schicksalen führt auch dazu, dass man auch relativ schnell lernt, auch miteinander umzugehen. Ja? Diese unterschiedlichen Kulturen, die alle auf einem Fleck leben und arbeiten. Und ich glaube, das ist, und weil sie auch in Argentinien ein neues Zuhause gefunden haben, also die größte Einwanderungswelle passierte nach dem Krieg. Das heißt, die Menschen, die angekommen sind in Argentinien, hatten gar nichts, außer dem, was sie dann mitbrachten, also praktisch gar nichts. Ja. Und sie fingen dann von null an, immer mit diesem Blick in die Zukunft. Ja. Es kann nur besser werden. Und dann ist die Utopie eigentlich auch Wirklichkeit geworden. Mhm. Ja. Mhm. Vielleicht hören wir die Passage kurz aus dem Buch. Ja, sehr gerne. Also wir steigen mittendrin ein und es geht um diesen jungen Mechaniker namens Alvaro Fattini, der voller Hoffnung seine Arbeit in dieser Autowerkstatt verrichtet, namens Autopia. Alvaro war nach dem Mittagessen sichtlich müde. Beim Gähnen streckte er sich genüsslich in die Höhe. Er drehte den Wasserhahn auf, hielt die Handgelenke unter den kalten Strahl, dann die Unterarme. Er frischte sein Gesicht und da er kein Mann für halbe Sachen war, hielt er schließlich den gesamten Schädel unter das Wasser. In Zeiten wie diesen, wo Argentinien sein Oberhaupt verloren hatte, dachte man besser daran, einen kühlen Kopf zu bewahren. Bemüht, die Untergangsstimmung zu vertreiben, der das von der Straße herauf dringende Sirenengeheul Nachdruck verlieh, richtete er sich wieder auf. Ohne sich nach dem Handtuch umzuschauen, das zerknüllt auf der Ablage neben dem Waschbecken lag, beendete er die Prozedur, indem er seine wilde Mähne in sämtliche Himmelsrichtungen schleuderte. Dabei geriet alles, was sich im Umkreis von einem Meter befand, in den Sprühregen hinein. Evita, das ist ein Foto von Evita Perón, längst gestorben, Evita, der Spiegel von Don Julio, der Betreiber von der
von der Autowerkstatt die Mannschaft des Club Atlético Boca Juniors, der Cristóforos, der den Jesusknaben über den Fluss getragen hatte und deshalb Patron der Autofahrer geworden war, der Pirelli-Kalender, die Tabelle mit den 99 Lottozahlen und den dazugehörigen Traumbildern. Wasser, soweit das Auge reichte. Ein Gedanke, der sich Anfang des Jahrhunderts Alvaros Großeltern aufgedrängt haben müsste, als sie mit den wenigen, was sie am Leibe trugen, das faschistische Italien verließen und dem Versprechen auf eine bessere Zukunft nachzureisen wagten. In einer kräftezehrenden Odyssee überquerten sie den grenzenlosen Ozean, um sich im argentinischen Niemandsland niederzulassen. Die Fatinis waren gewohnt, gegen den Strom zu schwimmen und hart anzupacken, wenn es um ihre Ideale ging. Es war inzwischen ein Jahr her, dass Alvaro den Chef von Autopia aufgesucht hatte, in der Hoffnung, in sein Team aufgenommen zu werden. »Sie müssen mich vom Sehen kennen, Don Julio«, hatte er frei von der Leber weg behauptet und das betretene Schweigen ignoriert. »Ich für meinen Teil kann Ihnen versichern, im Laufe meiner Ausbildung habe ich Ihr Werkstattschild nicht aus den Augen verloren. Eine Art Leuchtturm war es mir, ein klares Zeichen, mit dem Sie mir aus der Seele gesprochen haben. Ich habe es stets gewusst, Don Julio. Es sind hochfliegende Träume, die jeden Einzelnen am Leben halten. Obwohl ich mich ganz schön gedulden musste, bis ich meine Unterlagen beisammen hatte, um hier vorstellig zu werden, habe ich Ihnen im Geiste immerzu Recht gegeben. Wer sich in Argentinien eine ehrwürdige Existenz aufbauen will, braucht eine Vision. Wir brauchen eine Utopie. Wir kommen nicht drum herum. Davon können die Einwanderer ein Lied singen. Die Italiener, die Spanier, die Polen, die Russen, die Araber und wie sie alle heißen und wo sie alle hergekommen sind. Uns, den Nachkommen, ich sag lieber Nachfahren, ist ja bewunderungswürdiger Kampf und Überlebenswille eingeimpft worden. Ohne Utopie kein Durchhalten, Don Julio. Das steht fest. In der Berufsschule hat sich mir einiges erschlossen und Sie werden mir zustimmen. Unser Leben basiert auf dem Prinzip der Mechanik. Die Existenz Don Julio lässt sich bewerkstelligen. Man kann daran herumbasteln, als wäre sie ein Chevrolet. Man soll Ansprüche runterschrauben, ab und an auf die Bremse treten, aber auch keine Kraftanstrengung scheuen. Unser Motor will geschont werden, damit wir im richtigen Moment Gas geben können. Ich weiß, was Sie denken. In Autopia sind nicht nur Mechaniker beschäftigt, sondern auch Lackierer. Denn selbst die Oberfläche muss stimmen, wenn man als blitzgescheites Individuum darauf aus ist, einen glänzenden Eindruck zu hinterlassen. Was den hiesigen Alltag angeht, ahne ich, was Sie der Belegschaft aufgrund Ihrer langjährigen Erfahrung mit auf den Weg geben möchten. Weil im Leben alles eine Frage der Zeit ist, geht es in der Werkstatt genauso wie da draußen auf der Straße um Autonomie. Um die Lehre von der Selbstständigkeit, eine große Kunst, darauf steuern wir zu. Julio Eladat, so heißt der Chef von Autopia, Julio Eladat wollte Alvaro Fatini, der so schön in Fahrt geraten war, nicht unterbrechen und kratzte sich am Kopf. Glauben Sie mir, Don Julio, fuhr der junge Anwärter begeistert fort. Ich bin überzeugt, dass der Mensch, egal in welcher Phase, gut daran tut, wie ein maschinelles Räderwerk an der Verwirklichung seiner edlen Ansinnen zu arbeiten, sonst haben die verdammten Gauner, die unsere Demontage wollen, uns irgendwann in der Zange. Hier bitte sehr. Werfen Sie einen Blick auf das Zeugnis. Drittbestes Ergebnis bei der Gesellenprüfung. Ich habe es soeben abgeholt und keinen stichhaltigen Grund gesehen, es Ihnen länger vorzuenthalten. Das tut übrigens nicht zur Sache, doch es gibt noch etwas, das Sie vielleicht wissen sollten. Obwohl ich mir nichts sehnlicher wünsche, als bei Ihnen anzufangen, möchte ich mich in meiner Freizeit weiterhin als Autor betätigen. Was meine zweite Leidenschaft anbelangt, bin ich stolzer Autodidakt, Don Julio. So fügen sich einmal mehr die Teile zusammen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Natürlich verstehen Sie das, Sie sind hier letztendlich der Chef. Das Sprachrohr von Autopia, die offizielle Stimme, die ihresgleichen sucht. Ich dagegen rede nicht viel, wenn es nicht sein muss. Ich schreibe lieber. Nicht einzig und allein Autobiografisches. Ich schreibe hier und da meine Zeilen, entwerfe und verwerfe vor mich hin, komme dadurch auf nie dagewesene Gedanken, aber wie gesagt, ausschließlich nach Feierabend und wenn nichts Wichtigeres ansteht.
Gerade deshalb sollten wir jetzt loslegen. Voller Freude reichte Alvaro Fatini Don Julio die Hand, damit er einschlage. Und ich muss gleich lächeln, Mario, weil deine Frage mit Corona, als ich jetzt das lese, kann ich nicht umhin zu überlegen, das sind keine Corona-Zeiten gewesen. Ne? Die hatten andere Probleme, viel schlimmer, aber dass man auch so eine große Sehnsucht verspürt, sich wieder zum Armen oder sich die Hand zu schütteln. Oder? Daher eingangs die Frage, denn ich hatte mich wirklich gefragt, wie diese, gerade in diesem Mikrokosmos der Autowerkstatt, diese Leute da wohl jetzt damit umgehen werden. Ja. Weil eins muss man diesen Figuren wirklich zugutehalten, egal wie schwer die Zeiten sind, die haben eine Lust und eine Liebe am Leben, die ihnen irgendwie nichts verhageln kann, oder? Ja, ich glaube, das haben... ich glaube, das haben Menschen überall auf der Welt. Wenn ich nicht drüber nachdenke, klar, tendiere ich dazu zu sagen, ja, bei uns in Lateinamerika sind die Menschen herzlicher und keine Ahnung. Ja. Klar, es gibt vielleicht eine andere Körperkultur, aber ich bin schon in Berlin, in Deutschland seit 96 und es hat sich so viel verändert. Ich mittlerweile merke ich keine Unterschiede. Nein. Zwischen Argentinien und Deutschland? Nein. Nein. Ich glaube, dass die Sehnsucht der Menschen nach Nähe und nach Liebe und nach Gesundheit und nach überall auf der Welt gleich ist. Ich glaube, da gibt es keine. Wir machen uns was vor, wenn wir denken, es geht an jedem Ort ein bisschen etwas um etwas anderes. Nein. Die Werte sind und bleiben gleich. Und deswegen... deswegen kann Literatur, wenn sie was kann, genau das uns wieder, das können wir uns wieder vergegenwärtigen. Ja? Guck mal, du hast dich dann mit Figuren identifiziert, die auf dem ersten Blick ganz weit weg von dir sind vielleicht, ja? Oder ein anderer Kontinent und so. Und trotzdem schaffen die Bücher immer wieder, und das ist das Gute, wenn sie das können, dass wir uns mit Schicksalen und mit Figuren, ich wollte schon sagen mit Menschen, mit Figuren identifizieren, die ganz woanders wohnen und andere Erfahrungen gemacht haben, aber wir können uns mit ihnen identifizieren, weil wir genau diesen Kern erkennen, ja, die in uns allen drin ist. Ja. Alvaro Fantini war mir auch von deinen Figuren gleich am nächsten, oder weil du sagtest, man kann sich identifizieren. Eigentlich weniger, weil er ein Schriftsteller ist, sondern weil er eine so glühende Vision hat, ein so glühendes Auftreten hat. Und spätestens an dem Zeitpunkt, wo du ihn im Roman das erste Mal als Autor-Mechaniker bezeichnest, da war es ehrlich gesagt um mich geschehen. Und dann habe ich auch die Freude daran gemerkt, wie du mit Sprache in diesem Buch umgehst. Denn es ist ja, das wollen wir nicht vergessen, auf Deutsch geschrieben. Und das ist ja nun mal nicht deine Muttersprache. Wie hast du dich eigentlich einem 500-Seiten-Roman oder einem Stoff, der locker noch über 500 Seiten hätte gehen können, genähert in einer Fremdsprache? Mhm. Ist es da ähnlich wie mit, weil du sagtest, du spürst keinen Unterschied mehr. Mhm. Ist es ähnlich in den Sprachen, dass du keinen Unterschied mehr spürst zwischen Spanisch und Deutsch in der Selbstverständlichkeit, mit der du umgehst? Also ich, jetzt wo ich die Erfahrung habe des Lektorats der spanischen Übersetzung, ich habe in den letzten halben Jahr sehr auf Spanisch gedacht. Ja? Und es ist jetzt so ein Punkt, wo ich dann vielleicht in Gedanken bin, mich beschäftige mit dem Roman und mir ist nicht so richtig klar, denke ich jetzt gerade auf Spanisch oder auf Deutsch. Ja? Das ist ein schönes Gefühl. Aber das Schreiben funktioniert auf Deutsch ausschließlich. Bis jetzt ist es immer so gewesen, ausschließlich auch auf Deutsch. Und weil wir uns in der Mitte des Romans aufhalten, in dieser Autowerkstatt, würde ich auch sagen, die deutsche Sprache ist das Vehikel. Ja, also es ist das Vehikel, um mich Argentinien anzunähern. Mhm. Und natürlich ist die deutsche Sprache meine Fremdsprache und trotzdem ist die Annäherung für mich durch die deutsche Sprache eine ist leichter, damit meine ich es ist leichter, weil es macht mich freier. Und es hat damit zu tun, dass ich, und das hat man vielleicht in dieser kleinen Passage auch gemerkt, dass ich diese Sprache sehr spielerisch
einsetze. Also, dass ich die Wörter, die ich gebrauche, auch sehe, wie Objekte. Ja? Mhm. Wenn ich das Wort Autonomie schreibe, sehe ich das Wort Auto. Also nicht nur als Präfix, sondern ich sehe auch einen Wagen. Das hat damit aber gar nichts zu tun. Mhm. Aber das ist dieser andere, glaube ich, Zugang. Und das erlaubt mir dann Leichtigkeit zu transportieren und eine Epoche der argentinischen Geschichte zu beschreiben, so wie ich das, glaube ich, nie könnte, täte ich es in meiner eigenen Muttersprache, die natürlich auch aufgrund dieser Geschichte, großgeschrieben, besetzt ist. Für mich ist diese Fremdsprache nur theoretisch besetzt. Das verstehe nicht, ich ganz gut. Nicht, was meine Seele betrifft. Ich weiß, dass die deutsche Sprache natürlich eine Sprache ist, die besetzt ist, aber ganz nicht für anders. Dieses Thema, genau, nicht für eine völlig richtig, völlig richtig. Und wenn wir einen Schritt gehen aus dem Roman heraus, weil der Roman spielt unmittelbar vor der Militärdiktatur, wenn wir uns meine Muttersprache angucken, in der Zeit der Militärdiktatur, also wir sind schon außerhalb des Romans, wissen wir, dass die Militärdiktatur diese Sprache, die argentinische Sprache, durch und durch für ihre Zwecke instrumentalisiert hat. Das beste Beispiel ist das Wort Desaparecidos, ein Wort, das ich wunderbar auf Spanisch, also wunderbar muss ich in Anführungszeichen setzen, auf Spanisch sagen kann, weil es ein Wort, was leider auch auf Spanisch bekannt ist, mhm, woanders, nicht? Das ist ein Euphemismus der Militärdiktatur, um die Opfer in dieser Zeit zu kennzeichnen, also die 30.000 Verschwundene. Und sie selbst nannte sich, also diese Militärdiktatur nannte sich selbst Prozess nationaler Reorganisation. Diese Beispiele gebe ich, um zu zeigen, dass meine Muttersprache mir das Beschreiben dieser Zustände nicht einfacher gemacht hätte. Mhm. Und es war mir auch sehr, sehr wichtig, nicht nur das zu beschreiben, nicht nur diesen, also natürlich haben die, ist dieser historische Kontext sehr, sehr wichtig, aber was ich erzähle, sind Geschichten. Und es hat auch lange gedauert, das Buch abzuschließen, denn es war mir wichtig und es war nicht so einfach, an den Punkt zu kommen, wo ich das Gefühl habe, jetzt bin ich wieder bei dem, was ich gerne mache, nämlich schreiben und fabulieren. Ja, also eine Geschichte zu schreiben, die nicht nur traurig ist, sondern die auch lustvoll ist. Ja. Ja. Und dann merkt man immer, dass du die Freiheit der deutschen Sprache wirklich genossen hast beim Schreiben. Ja, ich würde ja fast sagen, dass du die Freiheit ausgehalten hast. Denn da möchte ich abschließend noch kurz drauf anspielen. Es gibt eine wunderbare Passage, aber das müssen sich die Leser dann selbst erarbeiten, wie eine Nonne auf einer Vespa durch die Straßen von Ballester saust und an einem Schild mit der Aufschrift Ausfahrt freihalten vorbeisaust und sie liest im Vorbeisausen Freiheit aushalten. Und das ist nur eine, neben Alvaro Fantini, nur eine der vielen, vielen charmanten Figuren zwischen katholischen Internatsschülerinnen, Friseuren, Ärzten, Okkultisten, Esoterikern. Naja, die Leser werden sehr, sehr viel darin finden, da bin ich mir sicher. Vielen Dank, dass du bei uns warst auf Bogranes, Maria Cecilia Babetta. Dankeschön. Ich danke dir für das schöne Gespräch. Danke sehr. Danke. Danke.